Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu meinem Unboxing-Video der Douglas Box of Beauty vom Mai 2015. Wie ihr seht, heißt sie jetzt aber nicht mehr so, denn die Douglas Box of Beauty hat sich zu ihrem 4. Geburtstag umbenannt und präsentiert sich auch in einem etwas neuen Design oder Gewand. Und zwar heißt sie jetzt Du Box, D-O-U geschrieben und Du gesprochen. Und der Hauptgrund dafür ist eigentlich, dass sich diese Douglas Box von der Douglas Homepage trennt und ein eigenes Format kriegt, also wie Pink und Glossy Box. Es gibt dann auch 3 verschiedene Abonnements. Und die eben jetzt die Douglas Box bis jetzt hatten, können gleich übergehen in das Du Box Abonnement. Die müssen nur den AGBs zustimmen. Und ich habe das jetzt schon gemacht. Ich bin auch sehr gespannt auf die nächste Du Box. Ich finde es sehr spannend, eben mit dem neuen Design jetzt auch. Ist halt so weiß-schwarz, klassisch. Gratis dazu gab es jetzt auch hier so ein kleines Notizheft, was schon mal das kleine Highlight ist bei der Box. Jetzt zum 4., also sozusagen unser Geschenk zum 4. Geburtstag der Box. Und es werden halt auch noch viele andere kleine Rabatte versprochen. Und man kann an ihnen sein eigenes Beauty-Profil erstellen. Und ja, müsst ihr euch halt mal durchlesen. Der Preis von der Box hat sich nicht geändert. 15 Euro halt im Monat kostet die Box. Und diesmal haben wir insgesamt 7 Produkte enthalten. Und mit dem Star-Produkt haben wir schon den Boxenpreis raus, denn es kostet 18,99 Euro und kommt von Urban Decay. Ist ein Waterproof Eye Pencil in der Farbe Perversion. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Also es ist ein dunkles Schwarz, also ein Tiefschwarz. Lässt sich auf jeden Fall sehr cremig weich auf der Haut auftragen. Also ich bin wahnsinnig gespannt, wie er dann letztendlich in der Anwendung ist. Bis jetzt hatte ich noch kein Urban Decay Produkt, also freue ich mich auch schon wahnsinnig, dass sie da eins reingemacht haben. Und er soll halt auch wasserfest sein, was auch schon mal cool ist. Aber ich finde halt blöd, dass sie wieder ein Augenprodukt und speziell wieder einen Eyeliner reingepackt haben. Denn wie ihr euch erinnert, gab es in der letzten Box halt von NYX The Cove, also diesen Eyeliner in Stiftform. Und jetzt halt diesen Eye-Pencil finde ich ein bisschen blöd, dass sich sozusagen gerade das Star-Produkt wiederholt. Also fast wiederholt, sage ich jetzt mal. Ist jetzt eine eigene Marke etc. pp. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Also da ist irgendwie ein bisschen die Vielfalt gerade verloren gegangen. Aber dafür ist der Rest der Box eigentlich ziemlich cool. Und zwar hatten wir dann als nächstes von Laboratoire Diaderm ein Lift Perfection stark straffendes Gesichtsöl, was nicht fettend sein soll. Mein einziges Problem hier ist, ihr seht es, ist erst ab 30 empfohlen und ich bin ja noch unter 30, also meine Altersgruppe spricht es jetzt gerade mal nicht an. Ich werde mal gucken, ob es meine Mama nimmt, sonst hebe ich es auf oder probiere es trotzdem mal aus. Weil es klingt auf jeden Fall sehr interessant, weil so ein Gesichtsöl hatte ich bis jetzt noch nie. Hier so kommt es dann, ist sozusagen ein gelbliches Öl mit so einer Pipette. Sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr gehoben aus und sieht auch sehr medizinisch aus, sage ich jetzt mal. Enthalten sind 30 Milliliter, die würden dann bei Douglas 12,99 kosten, also auch schon mal ein ordentlicher Preis für dieses Produkt. Als nächstes haben wir ein Schauergel und zwar von der Marke Corris, die kenne ich bis jetzt auch noch nicht. Der Duft ist Guave und 91,4% des Duschgels sind natürliche Inhaltsstoffe. Finde ich schon mal sehr schön. Hier steht noch: eine berauschende Kombination tropischer Früchte werden in diesem Duschgel vereint. Das ist dermatologisch getestet. 250 Milliliter sind enthalten, die 10,95 Euro kosten würden. Grund für den hohen Preis sage ich jetzt einfach mal, dass eben hier diese natürliche Formel, kann man hier alles sich durchlesen, was drin ist, was nicht drin ist. Also hiermit tut man seiner Haut einfach wirklich nur was richtig Gutes und auch der Umwelt. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann ist und vor allen Dingen, wie der Duft ist. Also wo ich jetzt so ein bisschen dran geschnuppert habe, es war halt sehr frisch und sehr angenehm, der Duft. Ich bin wirklich gespannt. Dann als nächstes leider wieder eine Handcreme. Also ich bin es ja irgendwie gewohnt, dass in Boxen öfters mal eine Handcreme reingepackt wird. Aber ich hätte viel lieber eine Körpercreme oder Körperlotion, weil ihr seht ja schon, die Fläche der Hand ist nicht so viel wie die Körperfläche. Und ich eine Handcreme alle kriege, ist echt Wahnsinn. Ich habe schon richtig hier ein kleines Sortiment aufgebaut. Er kommt jetzt von der Marke Mavala Switzerland, eine Urban Handcare, eine Mavala Handcreme, die 2% Kollagenlösung enthält. Außerdem ist halt eben so das Meereskollagen speziell. Außerdem enthalten sind Aminosäuren, Spurenelemente, Allantoin und die sind halt jetzt, also diese Formel ist halt speziell dafür entwickelt,
wie sage ich jetzt, trockene und strapazierte oder empfindliche Hände zu pflegen. Enthalten sind 50 Milliliter, die sage und schreibe 14,99 kosten würde, also auch ein ordentlicher Preis. Stelle ich mal hier drüben hin. Dann als nächstes finde ich sehr cool, dass sie mal sowas reinmachen. Und zwar von Yankee Candle eine kleine Duftkerze. Mein Beipackheftchen ist jetzt Shea Butter abgebildet. Ich habe die Duftrichtung Midnight Jasmin. Also steht auch da, dass die Düfte von Box zu Box variieren können. 2,49 € kostet die bei Douglas. Und der Duft ist einfach nur wirklich Bombe. Ich freue mich wahnsinnig, den dann wirklich mal... Also die Kerze wirklich mal anzuzünden und meinen Raum mit diesem wunderbaren Duft zu erfüllen. Dann als eigentlich letztes Produkt ist etwas von Max Factor. Und zwar ein Color Elixir Lip Gloss, der kostet 6,99 €. Ist jetzt die Farbe 80, Lustrescent. Die Farbe finde ich sehr schön, ist halt so ein hautfarbener Nude-Braunton, aber auch so mit so Goldschimmer drin. Also es geht auch so ein bisschen leicht ins Roséfarben. Und als zweiten Ton gab es ein Rot und den Rotton hatte ich schon. Und zwar hatte ich den ja mal gewonnen in der Schön-für-mich-Box. Also die beiden Töne gab es halt in der Du-Box. Da bin ich halt wirklich froh, dass ich jetzt das Rot nicht doppelt habe und sozusagen zwei von diesen schönen Lipglossen in meine Sammlung aufnehmen kann. Ich finde es halt auch cool, also sind zwei schöne Farben, also einmal etwas sehr knalliges und einmal etwas sehr dezentes, haben sie einen guten Mix sich rausgesucht. Und dann halt als noch Highlight dazu, was auch nicht in meinem Beipackheftchen drin steht, ist von Pabanga, wie sage ich jetzt, was steht drauf, stylische Haargummis und Haarbänder in vielen coolen Farben. Also ich habe jetzt hier schwarz und durchsichtig, sage ich jetzt mal, sind auch die größeren. Ich habe eben auf der Homepage von Douglas mal geguckt. Die kosten 4,99 € und versprechen tun die ja eben, dass sie halt den Spliss nicht fördern und weniger ziehen sollen. Ich habe mich ja bis jetzt eigentlich gegen diese Haargummis gesträubt, also gegen diesen Trend. Die erinnern mich ja so ein bisschen so an diese Telefonkabel von früher, die an den Telefonen halt dran waren. Sehen auf jeden Fall sehr witzig aus. Aber ich habe meine Freundin gefragt und die hat gesagt, das ist halt super, wenn man zum Beispiel nasse Haare hat und die halt zusammenbinden möchte, dann zieht das da nicht so, wenn die dann ein bisschen getrocknet sind, die Haare, und man den Haargummi rausmacht. Das ist also wunderbar, hat sie gesagt. Außer man hat jetzt übelst lockige Haare, dann würde es mehr ziepen. Und ich freue mich einfach nur wahnsinnig, dass sie noch so ein kleines Highlight mit reinpacken. Aber ich habe ja mir bis jetzt noch keins davon geholt, von diesen Haargummis. Somit kann ich es jetzt auch austesten und habe dann einen insgesamten Boxenwert von rund 72 €, habe ich also 57 € gespart. Ist schon mal klasse, was ich alles dafür bekommen habe. Also den Mix finde ich klasse. Man hat halt sowohl also was an Pflegestoffen eben fürs Gesicht, für den Körper, für die Hände jetzt. Dann halt die dekorative Kosmetik, etwas für die Lippen und etwas für die Augen und sogar noch was für die Haare und auch noch was zum Wohlfühlen beim Wohnen, sage ich jetzt mal. Also der Mix ist auf jeden Fall klasse. An Marken haben sie auch sehr viele reingebracht, die ich jetzt persönlich nicht kannte. Also die einzige, die ich kannte, war eben Max Factor. Von Diaderm habe ich schon etwas gehört und Urban Decay, aber die anderen kann ich jetzt gar nicht. Und somit bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dieser Box. Man weiß natürlich jetzt nicht, ob sie die erste Du-Box jetzt wunderschön gemacht haben, um jetzt alle damit zu ködern. Ich bin sehr gespannt, wie die nächste Box ist. Und ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!